Ah, ich glaube, das mit dem Ernten wäre echt sinnvoll, wenn ich das den Followern überlasse. Du hast schon wieder eine Quest. There are some folks who are starving and have no place to call home. We must let them join our cult. Mir aus. Das Problem ist, wir haben hier auch nur 13 Betten und wir haben 13 Follower. Aber die Farbe unseres Kultes annehmen, das ist Pflicht. Und du genauso. So, dann wollen wir mal noch ein paar Schlafquartiere bauen. Nutzen wir mal eben noch das Fishing-Buff-Ding aus, während wir jetzt gerade Nacht haben. Oh. Halt diese kleinen Fische. Das sind zwar richtig fette mit bei und ich schmeiße es auch die ganze Zeit in die Mitte, aber ich krieg die ganze Zeit nur die kleinen da raus. Die großen sind einfach nicht wendig genug dafür. Hey, da sind halt auch die ganze Zeit die Rezepte, die man kaufen kann. Das habe ich auch schon da hinten gesehen. Siehst du, das ist sogar noch da. Das ist dann, wenn ich die auch angeln kann oder so finden kann, dann brauche ich die doch nicht kaufen. Also sind die Shops schon mal komplett für den Arsch. Ob die Kartenshops sinnvoll sind, wird sich dann noch zeigen.
nur unbedingt aufpassen, dass ich rechtzeitig zurückgehe für Zeremonie und so noch. Natürlich, um Essen zu machen, weil ich jetzt auch zwei Leute habe, die da verhungern. Isle of Fae. So, ab nach Hause. Direkt ein Level-Up mitnehmen. Dann upgraden wir mal hier die zu den Grand Sheltern. Dann kochen wir mal schnell was. Davon und dann einfach noch zwei davon. Aber ich muss noch mehr kochen. Drei Stück, zu drei. Haben auch wirklich alle was. Genau deswegen will ich eigentlich nicht mehr als 12 Follower haben, weil ansonsten ist es immer ultra nervig. Jetzt alle aufgegessen. Sehr gut. Dann machen wir mal hier schnell noch die Zeremonie, bevor Nacht ist. Oh, einer ist älter geworden. Das heißt, es gibt bald ein Opfer. Und gibt's jetzt ein Opfer, wenn es denn schon geht. Ne, ist noch ein Cooldown. Glück gehabt. So, dafür gibt's aber eine neue Doktrin. Wir können jetzt nur noch einen Pfad gehen. All cult members will gain the materialistic trait. Gain faith when building better sleeping quarters. Oder all cult members will gain the false idols trait when placing a decoration building. Was gain faith when? Wir machen jetzt bessere Sleep Quarter, von daher. Beides nicht so viel, weil irgendwann baut man ja eh keine Gebäude mehr. Also auf lange Sicht ist das nicht so sinnvoll. Naja.
meine, auf lange Sicht wäre Decorations dann wahrscheinlich noch besser gewesen, aber... Das Puphaus voll? Ja, das Puphaus ist voll. Du bist aber noch nicht Level 4. Ich weiß auch nicht, ob wir dich da noch drauf kriegen. Probieren wir jetzt nochmal hier reinzugehen. Mal sehen, wie das läuft. Merciless Sword. Mit dem Merciless Sword ist sogar gar nicht so schlecht, weil ich ja die Crit-Waffe habe. Also den Crit-Bonus da. Oh, noch so teuer. Hello, 11 friends you sing somewhat dangerous like this. I'm Klunko, this is Bob. We are off to friend Rathaus for a night of drinking and dancing. It's going to be quite a party. Rathaus and the others know me for going overboard with the betting. Last time a bit and lost my head. Talk about overplaying your hand, haha. It was hilarious. I'll win it back though. Say you should come. You see the tough, rich in front of a risk. Perfect for knuckle bones. What the fuck? Sacrifice Health, wofür? Ach, naja, gut, probieren wir mal. Single Red Heart was sacrificed. Was kriege ich dafür? Heart received. Hearts received in return. Recharging, okay. Ja, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Bring nature to you.
Also Paths habe ich bald alle unlocked. Gehen wir doch einfach mal zum Fragezeichner, waren wir noch nie. Helpless Lashy, youngest of the five, twice his eyes he lost. Temperamental Hecate, for throat cut neat. Cowardly Calamars ears torn from his head. And Shamura, one the brightest of the five, till the skull was split. See, no evil, speak not, hear nothing, think none, the one who waits, waited so. Okay, also das Fragezeichen bringt so ein bisschen Story. Nein. Ich will keinen Follower. Shit. Richtig Money hier. Was the last vessel sent against us? The sniveling coward. There were countless before him, all equally pathetic and unworthy. Nothing humbles quite like disease. I cast a plague upon your cult. Ach, fick dich doch mit der scheiß Disease. Back and poisons enemies. Ich nehme die Axt. Ich dachte, das wäre hiermit auf. Ach doch, ist es verbunden. Never mind. Meine Güte. Oh, what good are hearts if they cannot be given? I thought to keep mine to myself once two kids. I did have true love for my God. And yet, one like Daisy, some other he, my beautiful children were taken away. A gift they said for the one they loved most. One that waits. I wept. I keened. But how can one say no to a god? Wherever they be, I hope they are as devoted and loving as I. Wir nehmen erstmal die Forms, wir sind Collectors.
Holy shit. Och, Alter, ich hasse Ranged-Viecher so über alles. Wenn man meistens nicht drauf achtet. Meine Güte. Ist schon wieder nicht gut. Viel zu viel Damage hier bekommen, ey. Blaues Herz, sehr nice. Oh no. Sie aber auch noch mal kurz vorher die Richtung ändern. Holy smokes. Noch mehr Paths. Warum kriege ich eigentlich die ganzen Paths zuerst? Hier geht's zum Boss. Gehen wir nochmal hier. Holy shit, ey. Ist irgendwie ein bisschen doof da mit dem Feuer. Oh, Banehammer. Oh, die Versuchung ist groß. Vor allem wegen dem Poison nehme ich den, glaube ich, ey. Weil jetzt ist es ja nicht mehr so wichtig, Sachen kaputt zu machen. Jetzt geht es ja nur noch an den Boss. Oh, ich hoffe, das war kein Fehler. Was bist du denn für einer? Oh Gott. Der haut so viel Damage rein. Muss nur treffen. Boom. On your face. Come with me, dude. Ja, nehmen wir die Seeds. Heretics defeated. Back to the Dönerhof. So.
Wir wollen eine Zeremonie abhalten. Und danach Leute opfern. Sacrifice. Ja, ihn hier. Wobei, ihn müssen wir mal eben... Warte mal. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier fehlt wer. Wir gehen erstmal raus und machen erstmal hier Dingsabumster. Okay, die sind alle krank, die halten dann nicht an Zeremonie teil. Wir geben dir erstmal ein Level up. Mit uns 100% gibt's. Danach heilen wir erstmal die ganzen Kranken. Oder fast alle Kranken, außer einen. Jetzt schon wieder eine Quest. Ah, gut, marrying wir halt mehr Leute. Aber wir müssen erstmal... Wir müssen trotzdem erstmal wen opfern. So, und jetzt können wir hier die Curses lernen. Oder halt mehr Zeug halten. So, und jetzt eine neue Doktrin. Perform a ritual at your temple in which you distribute gold to all followers to increase their loyalty. Perform a ritual at a temple in which all followers do it. Okay, ich gebe das Gold mal. Das war wahrscheinlich besser, wenn man Lohn Faith ist. Mit, wer wollte? Dieser neue Typ, oder? Ja,
Ich glaube, ich weiß, wer nächstes Mal hingerichtet wird. Achso, ich kann hier neue Sachen skillen. Ich glaube, dann machen wir mal. Ja, hier, Farming Station 2. Loyalty verstärken. Bedrest. Das brauchen wir. Was brauchen wir denn noch? Refinery Stufe 2 wollte ich haben. Hatte ich noch nicht ausgewählt. Ne, Pharma Station Stufe 2 hier. Dafür brauche ich noch mehr von dem Holz und Stein. Oh, ich glaube, dafür brauche ich auch ganz viel Holz. Also ganz viel Holz. Junge, komm doch her. Ich habe deine Quest gemacht. Ich hasse das immer, wenn die wegrennen. Wir brauchen auch einen neuen Stein und Holzdings. Und wir haben ja einen neuen Follower. Bitte in Rot, danke. Können auch mal schon mal die upgraden. Da hat wir ein Level Up. Nein, ich will mit dem Level Up sprechen. Können noch Essen gekocht werden. Rück. So. Müsst ihr hier alles voll kotzen oder so? So ein schlimmer Koch bin ich auch nicht, ey.
Cauliflower ist auch fertig. Und die ganzen Pilze sind fertig, mit denen ich aber nicht viel machen kann, weil so häufig gebrainwashed sollen meine Typen ja auch nicht werden. Ich kann mal mehr von den Blumen hier anpflanzen. Das ist, glaube ich, sinnvoll, wenn die häufiger krank werden und ich die dann direkt healen kann. Irgendwer hat seine Mahlzeit nicht gegessen. Was hast du für eine Quest? Okay, mehr Blumen sammeln. Gerne gehe ich nochmal nach Darkwood. Warum pennt der denn hier unten? Das Zelt ist doch fertig. Was heißt hier, there are not enough beds for your followers? Ja, weil eins kaputt gegangen ist, da kann ich doch nichts zu. Meine Güte, beruhigt euch mal hier. Jetzt kommt erstmal alle angetreten zur Zeremonie. Für eine neue Doktrin. Die letzte in der Tat. All cult members will gain a sacral architecture trait. When a new building is constructed, gain 5 faith, oder? All cult members will gain the devotee trait. Gain more faith when delivering a ceremony. Ja, ich glaube, das werde ich häufiger machen als... Ja, und damit sind wir hiermit auch durch. Du, Bedrest. Ansonsten auf nach Darkwood. Attack Rate increased und overall Weapon Damage increased. Jetzt bin ich richtig der Damage-Typ hier, ey.
vielleicht ein bisschen aufpassen. Gehittet werden kann ich schließlich trotzdem noch. Organize your farm with this handy signpost. Okay. Also es ist, wenn man mehrere Farmen hat, vielleicht ganz sinnvoll. Bei mir jetzt eher weniger. Gehen wir hier nochmal zum Fragezeichen. There, Crusader. If you pass the next combat rooms without using curses, I shall gift you a gift worth having. But if you fail, then alas, not for you. Keine Curse ist gut, damit komme ich gut aus. Wie viel habe ich dem jetzt bezahlt für den? Ich dachte, der redet halt erstmal mit mir. 15 Coins, das geht. Das habe ich schnell wieder drin. Death Attendant, a distincting melee attack that will summon ghosts from slain enemies. Oder... Ah, ich finde das eigentlich nicht schlecht. Wohin muss ich denn laufen, bis ich das Gift bekomme? Ah, da ist er. Why aren't you just something? You've completed the challenge. What should I get? I think this is a decent reward. Wow. Wow. No, no it isn't. Wieder Witness.
Blueprint, Berry Bush Seeds, Blueprint. We are collectors after all. Und jetzt können wir das erste Mal auch weitergehen. Weil wir nämlich auch noch nicht genug Blumen haben. Mal sehen, was hier so passiert. Alter, Leute, beruhigt euch doch mal. Stärker. Aber nichts, was ich nicht handeln könnte. Viele Viecher. Berry Bush Seeds. Ich sag ja, ich krieg irgendwie nur Paths. Ich meine, jetzt kann ich nur noch einen kriegen. Diese Hitboxen von diesen Feuerbällen sind auch so ätzend. Gold Nuggets.
Was gibt's Neues? Axt. Oder. In die Axt. Terrified of death. Einer von denen ist gestorben. Merciless Dagger, Vampiric. Ich möchte keine Dagger. Dagger sind absolut ätzend jetzt gegen den Boss gleich. Shit. Da ist der letzte Boden. What do you know? Ja, mehr Paths kann ich jetzt nicht collecten. Die nächsten Blueprints werden wohl was anderes sein. Ah, wir returnen jetzt erstmal zum Cult. Wir müssen da checken, was da abgeht. So fröhlich. So Leute, kommen dann halten wir nochmal schnell eine Zeremonie ab, bevor es zu spät ist. Zeremonien. Euer Ernst? Uns ist gemaxt. Ja, und was anderes geht hier sowieso gerade nicht. So, hier. Farmhaus 2. Fehlen noch Steine für. Thank you.
Wer von denen trägt noch keine Kette? Kann man immer so schlecht sehen. Warum müsst ihr eigentlich auch immer alle sprechen? Alle, die irgendwie sinnvoll seid. So. Pusset Grass Turtle. Okay, brauchen wir nicht. Wir brauchen Refinery 2. Obwohl, nee, Quatsch. Wir brauchen Cult Upgrade. Ich glaube, das ist sinnvoller. Das zählt jetzt nicht, als die alle wach gemacht, weil. Das hätte die auch morgen machen können von mir aus. So. Und wir haben einen neuen Follower hier. Stimmt, den hatte ich ja gekauft. Schon wieder irgendein Bett kaputt? Ja. Ich weiß gar nicht, warum euer Faith-Em abgezogen wird. Ich repariere die instant. Ich kann auch nichts dazu, wenn die kaputt gehen. Bin ja schon dabei. Jetzt neue zu craften, aber... Dann brauchen wir halt richtig viel Holz. Haus ist voll. Erstmal wieder eine Zeremonie abhalten. Warte mal, können wir schon, ne, wir können noch nicht immer knopfern wieder. Dann machen wir jetzt schnell noch was zu essen für alle. Oh.
So, nochmal drei. Und dann... travel ich mal eben zum Pilgrim's Path, damit gespeichert wird. So. Und dann geht's zum Main Menu. Denn hier mache ich erstmal Pause. Ich bedanke mich wie immer bei allen fürs Reinschalten. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht. Und dann wahrscheinlich bis zum nächsten Mal bei Cult of the Lamp. Bye, bye.